Hallo meine Lieben, so heute machen wir gleich das zweite Video hinterher. Gerd, der mich kennt, der weiß eigentlich, seit ich nehme immer Verdampfer zum Wickeln und so. Und jetzt habe ich meinen Fertigkeulverdampfer genommen. Aus einem einfachen Grunde, ja, wie soll ich sagen, sag ich mal. Es hat mich immer gestört, dass bei dieser Fertigkeul zwischen 4, 6 Euro immer so eine neue Fertigkeul immer so gekostet haben. Und diese hier hatte ich gesehen, liegt zwischen 1,70 Euro und 2,30 Euro. Deswegen fand ich das ganz nice. Und das bedeutet, sage ich mal, ich habe für euch nagelneu den Melo 4, wohlgemerkt, Melo 4 von Elef. Vielleicht wird es auch anders ausgesprochen, keine Ahnung. Gucken wir uns an auf dem Tisch. So, meine Lieben, Melo 4 von Elef. Haben wir hier, gucken wir einmal hier den ganzen Schmodderodutt hier einmal an. Ich habe die 25 mm Version geholt. Da hat einen größeren Tankvolumen. Irgendwo stand es hier auch drauf. Ich glaube, lag auch bei 4 Milliliter. 4,5. Und der kleinere hätte 2 Milliliter. Weiß ich, ob man es hier so sehen kann. Hier steht es. Genau. Machen wir auf, gucken wir rein, was da alles so bei ist. Was er macht, was er kann. So, wie geht es hier weiter? Und noch irgendwo ein Aufkleber. Kann ich mich rüber aufregen, was sonst scheißen bringt. Wieso macht er da nicht so eine Einkerbung bei? So, hier ist leer. Tun wir beiseite. Was haben wir hier? Eine Warnkarte. Wer sehen möchte, einmal auswendig lernen. Eine Bibel zum Aufklappen. Italienisch, Französisch, Spanisch, Russisch, Deutsch haben wir auch hier unten in der Ecke. Bilder hatten keinen Zeichner eingestellt. So, alles wieder beiseite. Dichtringe, 3 Stück. Jo. Wofür das schwarz ist? Keine Ahnung. Fühlt sich ein bisschen gummimäßig an. Wer es weiß, soll in die Kommentare schreiben. Ich habe bis jetzt noch keine Ahnung. Die Einheit und eine Coil. Ich hoffe, dass sie in Reserve ist. Alle leer. Alle. So, die will ich jetzt natürlich nicht aufmachen. Ich glaube, es sind zwei Unterschiede, eine 03 und eine 05. Vielleicht kann man es irgendwie. Versucht das hier so ein bisschen. Zumindest so sehen sie aus. Das Schöne ist, was heißt das Schöne? Die Coil in Reserve liegen ungefähr bei 2 Euro, habe ich gesehen. Ich habe sie für 1,70 Euro gesehen, ich habe sie auch für 2,30 Euro gesehen. Müsst ihr vielleicht selber ein bisschen mal Tante Google beschäftigen mit. Und wenn sie eine Woche oder zwei Wochen halten, ich weiß nicht, ob die Leute das möchten oder nicht. So, wir fangen mal an, von oben abzubauen. Wir haben hier einen kleinen 15er Drip-Tip. Na, bestimmt. Oh, das ist, genau, deswegen habe ich ihn auch geholt. Der hat kein Topfüllsystem und das ist natürlich auch für mich, was heißt für mich eine Erleichterung, sag ich mal. Ich denke mal, es ist für jeden Menschen eine Erleichterung, wenn man einfach sagt, so, wir wollen auffüllen, wir haben jetzt unsere Einheit hier in der Hand, unseren Akkuträger, und wir müssen einfach nur ein bisschen nach hinten schieben, können mit der anderen Hand auffüllen und gut ist. Nicht diesen ganzen Abschrauben, Topfüllsystem oder. Das ist für mich alles nur Mumpitz und Käse. Das ist für mich veraltete Technik. Hier bin ich Fan von, muss ich ganz ehrlich sagen. Muss natürlich einmal treffen, wo es ist. Ja, da ist ein Pfeil. Zack, auf. Hier kommt das Liquid dann rein. Nicht hier. Ja, also nicht da, wo das Mundstück ist, wenn einer meint. Hier ist auch eine Gummidichtung, damit es dicht ist. Zuschieben und man kann einfach weiter dampfen. Und so sollte es auch eigentlich sein. So, hier unten haben wir eine Airflow. Die hat zwei Anschläge, aber nur auf und zu komplett. Und so wie ich sehe, ja, kann man hier komplett durchgucken. Also sie ist nicht zweigeteilt oder sonstiges, man kann hier komplett durchgucken. Recht groß ist er auch, ein bisschen Dampf wird kommen. Hier ist hier auch wieder Mülltonne, CE-Zeichen und allen Rummel, was so keiner braucht. Ein Pin ist nachher nicht verstellbar.
Ja, guckt aber ein bisschen raus, von daher ist es gut. Jetzt wollen wir mal gucken, oh, Papa hat schon eben Liquid an den Finger, aber geht noch. Die Einheit rausbekommen, die Coil. Ja, ob es dicht ist, wird wohl dicht sein. Ja, also die Coil wäre einfach, könnte man auf den Kopf drehen. Ja. Hinstellen, Coil kann man dann wechseln, wenn sie kaputt ist, wenn sie fertig ist. Auch einfach nur zum Rausdrehen ist sie. Ja, ist ein nices Gewinde. Ja, ist gut. Dann wollen wir mal gucken, welche hier drin verbaut worden ist. Ich kann es nicht lesen. Ich halte meine Kamera. Vielleicht kann man dann nachher lesen, was. Ein bisschen drehen. So, da haben wir ein Schaf. Ich kann es trotzdem nicht erkennen. Ja. Zumindest so. Ein Ofenrohr. Oh, ist auch nicht zentral in der Mitte, ne? Ist nicht zentral in der Mitte. Trotzdem wird es funktionieren. So, ich würde sagen, so ein Fertig-Coil-Verdampfer. Kann man nämlich allzu viel zu erzählen. Soll ja auch alles mehr oder weniger ganz einfach vorhanden sein. Ja, nur das falsche Liquid. Dass es nicht allzu schwer ist, so ein Fertig-Coil-Verdampfer. Deswegen ist ja auch die Technik, sag ich mal, einfach zurückschieben, auffüllen, weiterdampfen, alles ist gut. So, beim ersten Mal haben wir hier, ich hole mir mal noch einmal einen Zeiger. Hier ist ja im Prinzip die ganze Watte mit diesen Liquid-Kanälen. Ja, innen drin ist natürlich die Watte auch. Die sollten beim ersten Mal so ein bisschen schon angefeuchtet sein. Zudrehen, nachher auffüllen, nochmal so 5 Minuten warten, damit sich auch wirklich die Watte vollgesaugt hat. Wenn wir sofort losstarten würden, Kanal vollhauen, losstarten, dann könnten wir schon gleich so ein Burnout haben, die Coil, dass sie nämlich keine Lust hat mehr zum Arbeiten. Deswegen seid ihr zu Burnout. Ja, also hier überall mal so ein Tröpfchen rein, damit schon mal das Liquid weiß, wo es herfließen soll. Man kann natürlich jetzt hier innen drin auch schon machen, aber biete dann nicht zu viel oder im Großen und Ganzen, lasst es sein. Ja? Dreht wieder ordnungsgemäß zu. Der war clever, ja? Der war gut. Dreht sie wieder ordnungsgemäß rein. Dreht ordnungsgemäß zu. Wo der Pfeil ist, wird aufgemacht und man kann dann auffüllen. Beim ersten Mal, wie gesagt, macht nicht den Kanal bis zum Anschlag voll. Halb, drei Viertel reicht vollkommen. Zuschieben. Ich glaube, das ist eine 0,3er Coil und eine 0,5er Coil. Ist da drin. Sollte ich mich irren, schreibe ich es unten rein und wenn nicht, lassen wir es mal so stehen mit 0,3 und 0,5. So, dann müssen wir mal gucken, wo wir sie draufschrauben. Schrauben wir mal hier auf den Prädiator drauf. Würde ich sagen, zum Fazit, oben geht es weiter. Und dann habt ihr auch mein Gesicht. Ein bisschen auch, sag ich mal, wie es weitergeht. So, meine Lieben, wie ich eben schon gesagt habe, die 0,3er und 0,5er Coil, 0,5 ist in Reserve, 0,3 ist verbaut. Die 0,3er soll sich am besten dampfen lassen zwischen 30 und 80 Watt. Die 0,5er soll sich am besten dampfen lassen 30 bis 100 Watt. Ja, gut. Ich habe jetzt erstmal eingesteckt auf 50. Ich weiß nicht, ob das einer sieht. Komm mal sehen. Stell scharf, mein Freund. Oh, mal gucken. Ist aber noch kalt.
Ja. Geschmack kommt schon. Wie gesagt, immer, glaubt es mir oder glaubt es mir nicht. Ich merke total wieder meine Zitrone, mein Butterkeks, sag ich mal, tippitoppi, muss ich wirklich sagen. Dampfen kann der auch. Dampfen kann der auch. Ich bin erst nur bei 60. Das haben sie gesagt, 80 geht. Also Dampfen kommt auch richtig. Oh, der ist lecker. Der ist, wie gesagt, eigentlich bin ich nicht für diesen Fertigkäuferdampfer. Rummel. Aber wenn man da ein bisschen Tante Google fragt, sag ich mal, wie gesagt, ich habe da gesehen, 71 kostet Fertigkeul. Ich glaube, es war die 03er. Schlag mich. Und ging hoch bis 2,30 Euro. 1,70 war ein faires Angebot, denke ich mir mal so. War einfach so zu entwickeln und so habe ich keine Lust. Deswegen habe ich mal so einen Fertigkäuferdampfer vorgestellt. Ich bin jetzt hier auf 70. Scheiße, Freunde, der ist gut. Der ist gut. Der ist gut. Ja, bin bei 70 Watt, ich mache sogar noch die 80, ich brauche gar nicht mehr höher gehen, 70 war hier schon. Also 70, ich würde sagen, darf ich das? Keine Ahnung. Oh ja, oh ja. Freunde, ich kann nicht meckern, ich kann nicht meckern. Der ist günstig, sage ich jetzt mal so. Ich glaube, es waren 10 Stück 17 Euro oder so, deswegen bin ich auf 1 Meter. Wenn jede Woche eine kaputt geht, vielleicht gehen auch alle 2 Wochen an. Ich weiß nicht, wie lange wir halten, keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe gerade mit euch ausgepackt. Vielleicht halten die auch 2 Wochen, wenn man sich dann 10 Stück da holt. Finde ich nicht schlecht. Ja, in diesem Sinne, Freunde, der ist nicht schlecht. Ich glaube, ich könnte nichts dran verkehrt machen. Meine Stimme geht weg. Das ist gerade schon wieder kalt. Ich habe auch 2 Verdampfer vorgestellt. Macht ein Abo, lasst was da, lasst einen Daumen oben da, lasst einen Daumen runter da. In diesem Sinne, sage ich, weiter geht's. Viel Spaß noch, lasst euch nicht ärgern.